Ich habe jetzt mal ganz schnell noch den Aufnahmeknopf gedrückt. Das heißt, nochmal moin moin für alle, die die Aufnahme gucken. So, ja, wir haben heute ein bisschen was vor im Bereich Science sammeln, denke ich mal. Aber bevor wir damit loslegen, erstmal ein kleiner Blick in die Liste von denen, die schon da sind. Und deshalb hallo an den Ernie, an den Zersiedler, an den Saruman, den Idel, den Michael, den Tallinn, den Prios, den Sakemi, den Cookie. Hörneries, Hörnereis und haben wir noch jemanden? Nee, das war es erstmal. Und natürlich alle, die noch nicht geschrieben haben. So, und nachdem wir gestern wild mit Real Solar System rumexperimentiert haben, heißt es heute mal gucken, was so geht im Bereich normales Kerbal Space Program. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, noch trotzdem. Und ich werde jetzt erstmal zum Spacecam gucken, weil was mich mir ein bisschen nervös macht, ist irgendwie, dass da die Tage nicht runter tickern. Ich hoffe inständig, dass das funktioniert. Die sitzen ja alle auf der Kerbin Space Station drauf. Und dass, wenn ich da drauf gehe, die Zeit angezeigt wird, die sie noch haben. Will nur einmal sicher gehen, dass es so ist. Und dann natürlich noch einen schönen Abend an den MIPT und den Mirmir und den Slash. Und den Nasradam. So, jetzt gucken wir mal. Ach, Gott sei Dank. Hier funktioniert es dann. Okay, es funktioniert nun nicht. Noch 35 Tage Space Camp, bis wir erste Erfahrungen gesammelt haben für unsere ganzen Verrückten, die da so sitzen. Die alle mal Astronauten werden wollen oder Kurbonauten. Und der Jensem oder Jansem ist jetzt auch ein Kurbonaut. Danke fürs Follow und wir gehen mal zurück ins Space Center. Und wir hatten ja letzte Folge damit beendet, dass wir die Rakete fertig gebaut haben. Das heißt, eigentlich hält uns heute nichts mehr davon ab, direkt loszufliegen, außer vielleicht nochmal das Staging zu überprüfen und zu gucken, ob alles korrekt ist an der Rakete. Das sollten wir vielleicht nochmal machen, weil es schließlich ein Wöchelchen her, dass wir dran rumgebaut haben, ein bisschen mehr als eine Woche sogar. Von daher sollten wir einmal gucken. So, wir hatten das Ding, glaube ich, ganz stumpf Minmus-Länder genannt. Das war aber ein bisschen größer. So, kostet auch nur sportliche 222.000 der ganze Spaß. Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, das alles gestruttet. Könnten wir mal machen. So, ist hier gestruttet? Ja. Okay, hier ist auch Struts dran. Struts dran, sehr schön. Okay, ja, das war alles ein bisschen experimentell und vor allen Dingen auch ein bisschen groß, weil wir natürlich wieder mal alles auf einmal wollten. Und was gibt's heute zu trinken? Heute gibt es Wasser. Ich habe mich dafür entschieden, heute mal Wasser zu trinken. Und danke auch für dein Follow mit mir. Weil ich diese Woche noch ein paar Streams machen werde. Und ja, ich habe lokal auf Aufnahme gedrückt, wenn auch ein bisschen spät. Und ich nicht diese Woche nehmen wollte als den Start in meine Alkoholikerkarriere. Deshalb habe ich gedacht, heute mal Wasser schadet wahrscheinlich nicht. Denn ich habe mindestens noch den Full-IVA-Stream von Freitag auf Samstag auf dem Schirm und ich werde diese Woche sicherlich noch einmal mindestens RSS streamen und hätte entweder Bock nochmal Factorio zu machen oder RimWorld. Das heißt, es wird diese Woche noch zwei weitere Streams geben und wenn ich da jeden Stream mich irgendwie mit Alkohol vollschütte, ist das auf Dauer auch nicht gut. So, deshalb gibt es heute Wasser. Aber ja, es ist übrigens feinster Wilserbrunnen. Um hier die Werbeeinblendung aufrechtzuerhalten. Ich kann das leider nicht wirklich zeigen, weil doch, man kann es ein bisschen. Das ist total witzig. So, hier, Raketenwasser. Echtes Raketenwasser. Komplett durchsichtig. Gut. Gut, das sieht aber strutting-technisch sieht's gut aus. Wir haben essensmäßig drei Crew werden wir mitnehmen. 87 Tage Supplies, 8 Tage Batterien, 122 Tage Habitation ist also auch unkritisch, damit können wir Essen, Habitation, Strom abhaken. Wir haben Fallschirme an der Kapsel dran, das ist auch okay. Und jetzt gucken wir nochmal das Staging durch, ob wir das auch hinbekommen. So,
Also, wir zünden das mittlere Triebwerk, wir machen die Decoupler ab, wir zünden die Booster, wir zünden die äußeren Triebwerke. Sehr schön, damit haben wir dann eine Thrust-Weight-Ratio von 1,45, das ist in Ordnung. Dann fliegen, 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 irgendwann die Booster weg. Dann fliegen irgendwann die Verstärkungstanks weg, dann haben wir 1,42. Dann sind wir bei 0,51 in der Atmosphäre oder auch 0,59 ohne Atmosphäre. Das heißt, da werden wir ein bisschen weniger haben. Bis dahin haben wir aber schon eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, das sollte eigentlich alles ganz gut passen. Und wir haben insgesamt 6300 Delta V. Da ist hier aber das Teil noch nicht mit eingerechnet. Das heißt, wir sollten eigentlich super safe sein. Ja, und netter Kommentar-Slash, aber dann kann ich die Facecam auch einfach ausmachen, weil das hilft ja dann keinem. So, jetzt nehme ich nochmal einen kreativen Schluck Wasser. Ich glaube, das sieht aber insgesamt gut aus. Also, ich glaube, das fliegen wir jetzt einfach. Jetzt muss ich nur mal gucken, wer sich da crewtechnisch schon wieder reingeschmuggelt hat. Hier hatten wir ja so ein bisschen unsere designierte Minmus-Crew. So, dann müssen wir mal gucken. Also, wir haben als Piloten für den Minmus-Bereich den Fischkopf zwar potenziell, der ist aber momentan auf Reisen und bildet sich auf der Raumstation weiter. Das ist natürlich dann nicht so gut. Wen haben wir denn noch als Piloten über Gruschka ist auch unterwegs. Wer ist denn hier? Der Luis. Der Luis Kerman ist noch als Pilot. Das ist auch irgendwie so ziemlich der Einzigste. Dann ist der Luis heute mal am Fluggerät dran. So, und dann gucken wir mal für die Minmus-Geschichten. Haben wir den Theo als Engineer? Der fliegt da auf jeden Fall mit. Und haben wir noch einen Wissenschaftler, der gerade nicht beschäftigt ist? Den Svensen, der ist, glaube ich, aber auch auf Weiterbildungsflug gerade. Ja, dann darf heute mal jemand anders. Dann würde ich doch mal sagen, auch scientist-technisch ist da nur der Ladengru übrig. Das heißt, der Ladengru fliegt noch mit. Denn wir bauen ja diesmal keine Basis auf Minmus, sondern wir fliegen ja erstmal hin, um noch ein bisschen Science-Punkte zu sammeln. Das heißt, wir kommen dann auch zurück. Und ja, auf dem Lander sind auch Solarpanels irgendwo. Ne, da unten runter. Doch, irgendwo hatte ich welche dran, dachte ich. Nee, habe ich nicht. Guter Einwand. Ich glaube zwar, da ist so eine lustige Fuel Cell dran, aber es schadet wahrscheinlich nicht, dass wir da noch ein bisschen Solarpanels ranklatschen. So, wo machen wir die hin? Die machen wir da so hin. Da sollten die eigentlich nicht wirklich stören. Gut, das sieht ein bisschen komisch aus. Das machen wir dann einmal ordentlich, dass es ein bisschen Abstand hat. So. Golfschläger hatte ich eingepackt. Bin ich mir ziemlich sicher, in diesem kleinen Safe, der hier dran ist. Ist er eigentlich richtig rum? Ist bestimmt falsch rum, weil ich die Rakete kopfüber gebaut habe. Das müssen wir noch. Nee, ist sogar richtig. Habe ich ordentlich gemacht. So, Golfschläger ist dabei. Die komische Cardbox ist dabei, so ein kleiner Experimentenkram ist dabei und ein Schraubenzieher, um es zusammenzudengeln. Also kriegen wir alles hin. Wir sind gut vorbereitet für Minmus, mehr oder weniger gut. Und ich würde sagen, dann können wir uns mal Richtung Minmus verdünnisieren, so langsam. So, nochmal checken, dass sich nicht wieder heimlich Jebediah reingeschlichen hat. Nee, wir speichern das ganze Ding ab. Und dann gehen wir einmal kurz in Time Warp, dass es hell ist. Es war nämlich dunkel, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn wir starten, kann ruhig gerne Tageslicht sein. Schwupp, sind auch nur knappe 2 Stunden, die wir vorzoomen müssen. So, da kommt die Sonne hoch. Stopp, 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 stopp. Meine Güte. Und dann können wir uns direkt in den Abflug stürzen und mal ein bisschen Minmus unsicher machen. Also Ziel für heute ist es tatsächlich hauptsächlich Science-Daten einzusammeln. Davon möglichst viel, damit wir schlicht und ergreifend mal ein bisschen vorwärts kommen, weil wir haben zwar Daten in den Laboren drin.
Aber das große Problem, was wir haben, ist, das dauert halt alles ein bisschen ewig. Und ich brauche jetzt mal ein bisschen Science jetzt. Ich möchte gern jetzt mal vorwärts kommen, damit wir mit der Kolonisierung weitermachen können. Mir fehlen nämlich noch so ein paar elementare Sachen. Was mir zum Beispiel unheimlich fehlt, ist mal einen Atomreaktor zu haben, damit wir wirklich Strom erzeugen können. Mir fehlt, glaube ich, immer noch eine Power Distribution Unit, um das verteilen zu können. Ach Mensch, stimmt, da war was, ne? Wir hatten einen Touristen, den wir mitnehmen wollen. Haha, sehr schön. Da fällt mir gerade ein, ich hätte den Touristen vielleicht auch umbenennen können auf einen von euch. Naja, jetzt ist es ein Stock-Tourist, der heute mal mitkommt in Richtung Minmus. Nächstes Mal ist es dann wieder einer von euch. Gut, stimmt, das erklärt, warum wir diese komische Kapsel da mit dran hatten, ne? Haben wir noch andere Missionen? Mann, 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 Mann. One Tourist. Nee. Alles gut. Alles ist gut. Gut, unseren Touristen haben wir eingepackt. Das heißt, wir sind soweit vorbereitet. So, fertig. Gut, dann können wir eigentlich losfliegen. Ich hoffe ja, dass das Ding halbwegs fliegt mit diesem eigenartigen Konstrukt da oben drauf. Aber wir werden es sehen. Es ist ja relativ aerodynamisch. Von daher bin ich mal zuversichtlich. Ich würde sagen, Feuer frei in Richtung Minmus und wir gucken mal, ob, wie und warum wir da ankommen. Auf jeden Fall wird es schon mal sehr hell. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen. Ich mag das immer nicht, wenn ich die Booster nicht sehe, aber hey. Wir fliegen und wir stürzen noch nicht ab. Genau, das Zeug hier ist ja für so Rack-and-Scans und solche Geschichten als eigener Satellit dann konzipiert. Wir haben einige Aufträge rund um Minmus zu erledigen. Da müssen wir aufpassen, dass wir das Zeug nicht zu zeitig abkoppeln. Dass wir das auch alles mitnehmen können. Und wir können es dann später im Minmus-Orbit zurücklassen, wenn wir mal irgendwie Science-Daten damit noch sammeln wollen. Also hat genug Strom, hat eigene Solarpanels, hat eine Antenne. Und da ist auch irgendwo ein Probe-Core dazwischen gemogelt. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Und Treri zieht natürlich keinen Helm auf, weil sie als Touristin die ganz sicheren Sitz hinten in der nuklear befeuerten Touristenkabine gekriegt hat. Da kann überhaupt nichts von passieren. Überhaupt nichts. Die weiß einfach, dass das hier eine gute Crew ist und dass dieses Raumschiff gerade nicht komplett vorne überkippt. Bitte, Alter. Nein, 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 es kippt. Es kippt einfach. Ich wusste, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Solid Fuel Booster laufen noch. Schöner Mist. Okay, ich hoffe, ich krieg's gedreht. Nein. Komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Dreh dich, dreh dich. Geduld, Geduld, Geduld. Ah, vielleicht hätte sie doch lieber einen Helm aufsetzen sollen. So gut scheinen die Typen gar nicht zu sein. So, kleiner Salto. Weg mit den Boostern. Ich hoffe. Oh, irgendwas hat uns getroffen, aber ich glaube, es ist nichts passiert. Oh, diese Kameraverschiebung ist ein bisschen unangenehm. Ich sehe es gar nicht. Aber es scheint gut gegangen zu sein. Alles gut. Ah, knapp. Knapp, knapp, knapp. Das hat uns ein bisschen Delta V jetzt sicherlich gekostet. Ja, ist ein bisschen länglich, die Rakete. Aber so ein kleiner Salto, den haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht auf dem Weg in den Orbit. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Geschwindigkeit raufbekommen, weil die nächste Stage wird nicht besonders viel Delta V für uns bereithalten. Entsprechend müssen wir jetzt noch ordentlich Hackengas geben. Mit dem, was wir haben. Solange wir noch eine Thrust Rate Ratio haben, die irgendwie akzeptabel ist. So. Genau, das war nur, um den Turi zu beeindrucken. Nicht, weil wir die Kontrolle verloren haben. So, Luis, ab jetzt bitte zusammenreißen. Mann, 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 Mann. Schon wieder Action geladen hier. Ist ganz schön knapp. 52 Kilometer, 1,15. Naja, hoffen wir mal das Beste. So. Gut. Wir haben. Hallo? Achso, shit. Kann ich irgendwie Aim Camera wieder zurückstellen? Hallo? Irgendjemand? Das ist auch ein bisschen dämlich. Ehrlich. Ah. Wo ist denn meine Rakete? Ich würde gerne meinen Kamerafokus wieder zurückkriegen. Reset Kamera. Aim Kamera. Was ist hier los? Reset Kamera, ja.
Er resettet die Kamera aber nicht. Verdammte Axt. Ach Gott. Ah! Wieder zu weit rausgezoomt. Ah, okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Trust-Rate-Ratio ist mittlerweile auch wieder im normalen Bereich. So, das sind wahrscheinlich noch die Nachwirkungen von RSS. Das hat mich weich gekocht. Gott, das war aber jetzt echt doof. So. Ja, der Start läuft doch schon mal ganz respektabel nach Minmus. Das kann nur eine unglaublich gute Mission werden. Ich weiß gar nicht, was da passieren kann. Sieht alles spektakulär aus bisher. Spektakulär. Spektogololär. Wer weiß. So. Generell finde ich aber heute irgendwie das... Ist das mit der Kamera ist heute komisch, oder? Dass die... Ist das einfach zu lang, unser Raumschiff? Dass das so komisch hinter dem Navball hängt? Müsste die Rakete nicht irgendwo hier sein? Aha. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt doch da nicht. So. Gut, jetzt aber. Oh, wir haben noch ein bisschen bis rauf an die Apoapsis, aber wir sind fast bei, also beziehungsweise bis wir im Orbit sind, aber wir sind fast bei einer Trust-Rate-Ratio von 1. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. So, wir können schon mal Minmus anpeilen. So, wir folgen jetzt einfach mal dem Prograde. Das wird schon reichen, sprittechnisch. Ganz gut dabei. Wir haben jetzt noch 600 Delta V hier drin. Okay, dann haben wir hier die Transferstufe. Hier Dings und Rückkehr. Ja, das muss ganz gut hinhauen. Das müsste ganz gut hinhauen insgesamt. So, der kommt bestimmt auch gleich wieder nach vorne. So viel fehlt ja nicht mehr. Gut, also wir sind gut unterwegs. Nach kleinen anfänglichen Problemen. Aber irgendwas ist ja immer. So, für alle von euch, die sich übrigens auf YouTube fragen, wo die erste Folge von Real Solar System bleibt, die wird gerade noch neu gerendert, immer noch, weil da Musik rausgeschnitten werden musste. Da gab es irgendwie einen Konflikt mit YouTube. Das dauert einfach noch einen Moment. Ich hoffe, dass ich die heute Abend nach dem Stream hier dann langsam freigeben kann. Die zweite Folge hat komischerweise funktioniert, aber in der ersten ist irgendein Lied drin gewesen, was YouTube nicht mochte. Von daher... Das mit der Musik war mal ein netter Versuch, wird aber für Sachen, die auf YouTube rüberkommen, nicht nochmal stattfinden. Deshalb gibt es hier auch keine Hintergrundmusik heute, weil die Folge ja definitiv Richtung YouTube hochgeladen wird. Und ja, das kann man bei YouTube machen lassen, es dauert aber halt dann ziemlich lange. Keine Ahnung, wonach die das beurteilen. So... Jetzt ziehen wir die Apoapsis mal nach vorne. Komm her. Komm zu Papa. Jawohl. Und da hinten ist auch schon die Periaps. Auf einer vernünftigen Höhe. Können wir jetzt noch ein bisschen Puffer reinziehen, dass wir nicht durch die Atmosphäre gehen irgendwo. Okay. So, und damit haben wir auch nochmal einen kleinen Bonus von den Massive Scale Launches bekommen. Sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns in Richtung Minmus verkrümeln. Und dafür machen wir als erstes mal den Plane Change Start klar. Und das passt auch ganz gut, dass das vor unserem Startfenster ist. Also wir können jetzt relativ schön im Fluss die Manöver durcharbeiten. Also einmal Plane Change. Grob auf die Minmus Plane. So. Das riecht. Gut. Und nachdem wir den Plane Change dann durch haben,
können wir uns als nächstes den Burn nach Minmus vornehmen. Aber erstmal das eine, dann das andere. So, wir haben jetzt Delta V-mäßig knapp 1000 und ein bisschen zur Verfügung. Das reicht für den Plane Change und einen Großteil des Burns nach draußen. Den Capture Burn machen wir dann mit der Stufe schon. Und alles weitere im Orbit. Die Landung an sich macht die Fähre selber. Das wird. Das wird. Gut, dann einmal rangezoomt an unser Manöver. Lade ich nicht alles auf YouTube? Nicht zwingend. Also manchmal mache ich Streams auch tatsächlich einfach nur auf Twitch. Ist allerdings relativ selten der Fall. Also beziehungsweise es gibt einfach Sachen, wo ich es jetzt nicht so schlimm finde. Also bei Real Solar System ist es jetzt ärgerlich, aber es ist halt so. Und das war halt letzten Endes ein mal Livestream-Ding auf Twitch und das werden wir sicherlich auch fortsetzen, aber es ist jetzt keine feste Instanz als Serie bisher. Bei Hardcore Colonization, das ist ja schon eine regelmäßige Serie, die auch auf YouTube immer folgenweise hochgeladen wird. Da wäre es natürlich schon bitter, wenn man es nicht hochladen kann. Ne? Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger, was die Musik angeht. Bei Real Solar System fand ich es gar nicht schlecht mit Musik im Hintergrund und ich werde jetzt mal gucken, wie das Ergebnis so ist mit der rausgeschnittenen Musik. Wird natürlich ein bisschen doof sein an der Stelle, weil es mal 2 Minuten ohne Ton ist. Mal gucken. Muss man mal gucken. So fand ich es nämlich für den Livestream eigentlich ganz nett. Ja, klar, ich kann natürlich auch ohne den Plane Change rüberfliegen, da hast du recht, Jin. Aber so sauberer komme ich schön auf einer vernünftigen Ebene an. So. So, haben wir das. Und jetzt gucken wir mal, wenn da Minmus ist, ist wahrscheinlich hier irgendwo unser Startfenster. Da ist Minmus. Das ist ein bisschen zu steil. So ist okay. Gut, das ist ein 2 Minuten irgendwas Burn. Ne, 2 Minuten 58 in 2 Minuten 46. Das heißt, wir können eigentlich, nachdem wir uns zum Manöver gedreht haben, sofort anfangen. So. Bewegen wir uns gerade auf die Periaps zu. Ne, wir sind gerade am tiefsten Punkt, dann ist alles gut. Gut, dann geben wir mal Gas in Richtung Minmus und machen diesen Burn hier fertig, den wir wie gesagt mit der Stufe nicht mehr ganz schaffen, aber ist alles im grünen Bereich, glaube ich, treibstofftechnisch. Am Horizont geht auch gerade der Mond auf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und ich hoffe mal, oh, also meine Erwartungshaltung an die Mission wäre schon irgendwie mit so 500, 600 plus, eigentlich vielleicht eher 1000 Science zurückzukommen. Mal gucken. Damit wir einfach mal wissenschaftlichen größeren Sprung machen können. Und ein paar nette Missionen haben wir auch. Von daher gibt es ja ordentlich was zu erledigen. Achso, das hier haben wir eigentlich auch noch nie, aber bin mir nicht sicher, wie oft man es benutzen kann. Die Dinger hatten Limitierungen, ne? Ich lasse das mal lieber, nicht, dass jetzt schon irgendwas schief geht. Der Mond sieht aus wie der Todesstern. Es ist kein Mond, es ist eine Kampfstation. Eine imperiale Kampfstation. So, nächstes Staging passt auch. Genau, da müssen wir jetzt gucken. Kann ich die Experimente, welche in Stations sind, nicht einfach. Ja, also klar, kann ich den Time Warp anschmeißen, um auf Science zu warten, aber ich kann auch einfach produktiv was tun und irgendwo hinfliegen. Das ist auch für alle spannender.
weil ich finde es auch schön, mal so etwas übertriebene Experimente dann irgendwo hinzuschleifen, die auszuprobieren, weil zum Beispiel den Little Brother und den Undersized Signals Intelligence Scan habe ich selber auch noch nicht gemacht. Deshalb ist das auch immer mal eine interessante Erfahrung. So, wir haben gleich Main Engine Cutoff für die dritte Stage und gehen dann rüber auf die vierte und damit eigentlich aufs Service-Modul, wenn man es so nennen möchte, für unsere kleine Reise. Und ich sag mal, los geht's. Und wir können derweil mal unsere Solarpaneele hier auspacken. Dann haben wir nämlich auch genug Strom für unser Habitat zusammen, um das mal zu starten. Denn im Moment dürften wir habitation-technisch gar nicht so toll dastehen. Hoppala, hier geblieben mit dem Manöver. Wir sind jetzt habitation-technisch bei 13 Tagen. Das ist natürlich nicht, wo wir hinwollen. Mit 91 Tagen sieht das schon ein bisschen besser aus, weil 13 Tage mit nach Minmus halt echt knapp. Alles andere sieht aber gut aus. So, die letzten paar Meter pro Sekunde noch damit brennen. So. Ja, gestern waren ein paar mehr Livestreams. Gestern war nachmittags der Hardcore-Kerbal-Livestream auf YouTube, genau. Und dann hatte ich abends bis in den, naja, frühen Morgen nicht, bis kurz vor 1 oder so haben wir gemacht, noch ein bisschen Real Solar System gespielt. Und die Hardcore-Kerbal-Folge ist natürlich auf YouTube seit heute auch zum Angucken verfügbar. So. Jetzt schauen wir mal. Unser Manöver ist soweit durch. Wir sind angekommen beim, also wir kommen bei Minmus an. Jetzt können wir mal Science hier genau befragen, was hier gerade so ansteht. Multispektralanalyse klingt doch gut. Das hat man hier noch nicht gemacht, also. Sehr schön. Und die können wir auch gleich mal Richtung Heimat funken. Nein! Das war nicht das, was ich wollte. Ich dachte, das war dieser kleine Multispektralscanner. Hölle, Hölle, Hölle. Nein, ach, der hat das als Antenne benutzt. Ah, Mistding. Ich habe ihm doch eine ordentliche Antenne angebaut. Das kann ich jetzt natürlich nicht wieder einfahren, ne? Läuft. Warum nimmt er das als Antenne? Wir hätten ein sehr convenient Device gehabt hier. Gut. Ja, auf Kerbin ist es jetzt auf jeden Fall dunkel geworden mit dem Ding. Läuft. Jetzt nicht mehr schnell drehen. Aber das Ding da hat trotzdem nicht funktioniert. Können wir es bitte senden? Oh Mann, 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 Mann. Das ist tatsächlich, ja, das ist ein Experiment. Das wollte ich aber erst bei Minmus ausfahren, aber dieses Experiment hat halt witzigerweise auch die Funktion einer Antenne. Irgendwas geht doch hier mit dieser Multispektralanalyse schief. Ach, jetzt ist sie durch. Okay, die hat er noch nicht erkannt. Und da ich noch keine Antenne ausgeklappt hatte, hat er sich halt gedacht, na, ja, dann klappe ich dir mal eine Antenne aus. Und hat dann natürlich die handlichste genommen, die er finden konnte. Und das war natürlich dieses Ding, was eigentlich für was anderes gedacht war, nämlich für Experimente machen. So. Das ist ja schön, wenn das Probiom auch wieder funktioniert, haben wir jetzt ordentlich was zu tun. Während wir abfliegen, können wir nochmal fleißig die Science-Daten einsammeln. Das hilft auf jeden Fall. Gut, sieht auf jeden Fall ein bisschen spektakulär aus, unser Raumschiff dadurch. Ich hoffe, dass es bei den Burns nicht allzu negativ beeinflusst wird. Nee, der Multispektralscanner ist eigentlich so ein
ganz nettes, kleines Teil von Scansat, glaube ich. Das Ding hier macht irgendwelche Collect Radio Data, Signal Intelligence Gedöns-Sachen. Ich traue mich noch nicht zu benutzen, weil ich nicht weiß, ob es mehrmals benutzt werden kann. Ich hab's gerade nicht auf. Irgendwas war limitiert von den Dingern. Und ich möchte gerne meine Experimente bei Minmus erledigen. So, naja, auf jeden Fall haben wir einen großen Regenschirm. Wir stehen ja total auf sowas. Falls es auf Minmus regnen sollte.